Ja, Leute, Anime geht in die nächste Runde und wir machen es auf jeden Fall spannend, denn es steht aktuell 5 für den guten CK, 5 für mich, also Ausgleich. Wird wohl wieder Zeit, dass ich hier eventuell die Führung wieder übernehmen kann. Vielleicht kann ich das heute. Heute geht es nämlich wieder um ein legendäres Duell. Auf der einen Seite haben wir bei CK den guten Zane. Ja, Cyberdrache ist in the house. Auf der anderen Seite werden wir ein bisschen funkeln und zwar mit Anderson, um genau zu sein, Kristallungeheuer. Und da freue ich mich sehr drauf. Dieses Deck hat mich sehr gefreut. Kristallungeheuer haben ja sehr viele Karten, auch sehr coole Karten. Und daher freue ich mich sehr eben, dass ich den Charakter endlich spielen kann. Doch wer gewinnen wird heute, wissen wir natürlich noch nicht ganz. Denn wie immer, das Ganze ist ein Best of 3. Bedeutet, falls ihr wissen wollt, wer das ganze Match gewonnen hat, müsst ihr rübergehen zu den guten CK und eben dort das Rest des Duells angucken. Und wir gucken uns jetzt auf jeden Fall das Deck an. Und da sind wir natürlich dann hier auch im Deck. Erstmal vorweg, kleine Anmerkung. Ich habe die Manga-Karten hier weggelassen. Das sind irgendwie Insekten oder ähnlich. Also ich muss sagen, Kristallungeheuer Insekten, das passt nicht ganz gut zusammen. Dementsprechend natürlich die rausgekickt und wir sind hier auf clean 40 Karten. Und wir haben hier natürlich alle Kristallungeheuer einmal, das heißt 7 Namen. Ist natürlich sehr wichtig für unseren Regenbogendrachen, den wir natürlich unbedingt rufen wollen. Daher 7 Namen auf jeden Fall. Und auch ebenfalls die 7 Darks quasi. Hier heißt natürlich entwickeltes Kristallungeheuer, die natürlich alle die Feedspell auf dem Feld brauchen, um eben auf dem Feld zu sein. Von daher sind sie in der Hand erstmal gar nicht so gut, aber natürlich bringen sie sehr viel A für Namen von Regenbogendrache und für Regenbogen Finsternisdrache. Heißt also, wir haben hier genug Möglichkeiten, dann eben was ganz zu haben. Wir spielen nämlich beide natürlich, sind natürlich unsere Bossmonster, definitiv, die wollen wir rauskriegen. Aber insgesamt, wir haben auch relative Speed-ATK, also von ATK her, wir haben hier 2000 an sich. Aber gerade auch dann, wenn wir eben mit den entwickelten spielen, haben wir hier eben ebenfalls 2000, beziehungsweise alle sind stärker. Von daher ziemlich, ziemlich gut, definitiv, was wir hier haben. Dann haben wir natürlich Zauberkarten, natürlich erstmal klassisch hier, Wiedergeburt, Topf der Gier. Darf nicht fehlen. Dann hier Monster-Reinkarnation, weil wir eben auch viele Karten im Friedhof kriegen können durch Effekte. Von daher, ne, ganz gut. Dann natürlich Kristall Leuchtfeuer zum Special. Draw Power immer gut, zum Spezialbeschwören gut. ATK-Boost und reinlegen, auch natürlich sehr gut. Dann haben wir Goldene Regel. Ey, die Karte ist einfach auch super gut in diesem Deck. Und dann kommen wir zu unseren Field Spells und muss sagen, es ist zwiegespalten. Denn auf einerseits ist natürlich diese Karte ziemlich gut, weil alles Dark wird. Bedeutet, wir können unseren finsteren Regenbogendrache ganz einfach rufen. Aber von der Spielstärke ist antike Regenbogenruine, beziehungsweise antike Stadt Regenbogenruine, natürlich deutlich stärker. Die Karte hat es in sich. Und wenn wir erstmal den Dritt-, Viert- und Fünft-Effekt hier zum Einsatz bringen, das sind wir unaufhaltbar. Also das ist definitiv, dann haben wir quasi schon gewonnen. Von daher wollen wir auch irgendwie Zauber- und Feindkarten voll kriegen. Bedeutet also, Kristallbaum muss rein. Hier muss man aufpassen, sie selber blockiert eine Zone. Das heißt, wir können nicht, wenn sie 5 countert, sie weglegen, 5 reinlegen. Das funktioniert natürlich nicht. Dann haben wir MST, wie gesagt, ist ja Standard. Handzerstörung, um ein bisschen entbricken. Mirror Force, immer wieder schön, wenn ein Charakter diese Karte spielt, weil die viel zu stark ist. Dann haben wir Grabräuber, gute Karte zum Zauberkarten kopieren. Geburt eines Heldens, wie gesagt, wir haben knapp über 40 Karten, dann noch die Manga-Karten raus. Da ist nicht mehr viel Platz, da muss man sowas auch spielen. Letzte Flucht sucht eben unsere antike Stadt. Super gut natürlich. Dann haben wir Konteredelstein, Kristallpaar, dann haben wir noch Regenbogenfahrt, um den zu suchen. Dann einmal Lebenspunkte kriegen. Dann haben wir hier ebenfalls Regenbogen-Schwerkraft, die ebenfalls mit unseren Regenbogendrachen interagiert. Und insgesamt, jetzt merkt ihr schon, okay, da fehlen noch ein paar Kristallungeheuer-Karten. Ja, das stimmt natürlich. Es gibt noch deutlich mehr, die er gespielt hat. Und es gibt noch deutlich mehr Karten insgesamt. Jedoch muss man hier erwähnen, und zwar, ja Leute, nicht jede Karte ist bereits erschienen. Und viele, die erschienen sind, hat er nicht gespielt. Also muss man das Ganze hier anmerken, auf jeden Fall, hier an dieser Stelle. Dann haben wir hier Nest der Nädelkäfer und da fragt euch jetzt, warum man diese Karte spielt. Ja, die ist ersatzweise drin für eine andere Karte, denn es gibt eine Kristallungeheuer-Karte, die ebenfalls mild 5, von daher passt das Ganze hier. Und natürlich Ruf der Gejagten, die Standard in jedem Deck drin ist. Und ja, das ist das Ganze hier, das ist eben das Deck und es macht schon mal zugucken Spaß und ich hoffe auch eben beim Spielen. Und deswegen rein ins Duell. Au, au. Da geht's doch los hier. Ja, ich muss sagen. Was ist das für eine Katze im. Ja, ist eine DDD-Karte eigentlich. Achso, ja, aber passt. Ist eine DDD-Karte. Aber es ist kristallähnlichsten. Okay, das also. Das stimmt durchaus. Meine Hand ist. Mäßig, muss ich sagen. Ja. Weiß ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Deine Hand? Ja. Aber, boah, ich weiß auch nicht, was ich hier nur machen soll. Ich frage mich, ob es schlau ist, ein Monster zu spielen. Das ist eine gute Frage. Aber nachher machst du so OTK-Kombo, dann weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll.
Ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch mit einer Schildkröte verdeckt an. Und natürlich, wer hätte es anders erwartet, den Kristallbaum. Kristallbaum. Das ist natürlich einer der stärkeren Karten meines Decks, weil sie quasi, wenn du jetzt einen reinlegst, ich einen weiteren habe. Aber ich muss dann aufpassen, Zauber und Fallen blockieren. Leute, wichtig, hier Zähler sind entscheidend. Weil du kannst nicht in die Zone, in der Kristallbaum ist, Kristallungeheuer legen, was ein bisschen wack ist. Ja, das ist schon... Also muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber ich finde interessant, ne? Also so kleiner Fun-Fact. So, ich dachte früher, dass diese entwickelten Ungeheuer alle dark sind. Also alle. Dacht aber ich auch. Sind sie halt nicht, ne? Die sind halt nur dark. Ja, ja, genau. Manga-Karte, let's go. Ja, da hat er doch den Cyber dran. Hätte ich mal kein Monster beschworen. Das, ist so unfair. Das war dein erster Fehler. Da kommt über die Schildkröte drüber. Ja. Das ist voll unfair. Was erwartest du denn bei Zane? Ja, come on. Ja. Ja, die Schildkröte. Ja, die Schildkröte. Gib zu, du hattest auch Angst, dass du die Schildkröte ist. Schon, ja, natürlich. Das ist immer das Gleiche so. Und bei Jaden ist es dann immer Clayman. Ja, aber immer, ne? Ja. So, dann ziehen wir mal. Oh, ho, ho, ho. Dann wollen wir jetzt aber auch mal hier die Tour aufdrehen. Ich würde sagen, jetzt wird aufgedreht. Let's go. Bernstein-Mammut. Okay. Kristallfreisetzung. Nein. Boom. Boah, jetzt die Frage, wenn der zerstört wird, kommt der rein, der kommt der rein. Ja, ich muss das jetzt schon machen. Das ist voll traurig. so, wie legen wir jetzt rein? Wir können ja so viel reinlegen. Das Ding ist, ich muss ja... Wir nehmen, glaube ich, ihn. Wir müssen auch auf die Namen achten, ne? Ich würde sagen, wir nehmen ihn. Oh. Nehmen wir das mal. Gar nichts, ja. Aber was mehr macht mein Mammut? Attacke! Boom! Leider. Dann bist du drin. Boah, weißt du, was mir an diesem Charakter übel stört? Was denn? Ja, so krasse Interaktionstrap oder Spells hat der gar nicht. Es ist jetzt so solitär. Du spielst, ich spiel. Du spielst, ich spiel. Ja, schon. Warte mal. Wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Das ist ja jetzt... Ja, ist auch nicht tragisch. Ja, komm. Ich rufe meinen Explodierdrachen. Oh, das ist sehr gut. Oh, das ist natürlich strong jetzt. Ja. Oh, das ist sehr strong. Oh. Aber das vergessen, dass der da die Fähigkeit hier noch reinkommt gleich. Ja. Und Freisetzung. Vielleicht ist deine komplette Zauberfallenzone voll, dann kannst du so keine Zauberfallen mehr aktivieren. Ja, fair. Da hast du sogar recht. Ja, ich muss jetzt mal überlegen, wen wir da reinlegen. Ich hoffe einfach mal, dass du gleich keine Kristallverheißung hast. Was? Okay, die Karte ist ja richtig wack. So, dann würde ich sagen, nehmen wir das hier. Nochmal Rubinkarfunkel. Ja, aber die anderen. Die kann sich selbst rausspecialen einfach. Ach du Scheiße, und den anderen ja auch noch. Nee, ich glaube nur sich selbst, oder? Warte mal. Dann kannst du so viele entwickeltes Kristall. Ja, aber nur entwickelte, also nur Topastige. Ja, reicht doch. Hä, ja. Und jetzt natürlich? Wollen wir noch jetzt sicher gehen eine Runde? Hey, nein. Was ist denn los? Ja, ist okay. Oh, ja, komm, also, ich dachte, da wäre was Mächtigeres jetzt. Ey, war extra eine Ultra-Rare gecraftet hier. Extra eine Ultra-Rare gecraftet, so mein Lieber. Nein, die gehen ja, wenn... Nein, die Fieldsperr muss auf dem Feld sein. Ach ja, oh, wie geil. Scheiße. Ja, kompletter Noob hier, aber egal, ändern wir das Ganze ja so. Jetzt holt er meinen Cyberdrachen. Ja, sicher. Hm.
Tja, wie war das mit 2000 Verteidigung? Ja. Oh nein. Ich weiß nicht, was du willst. Du bist gerade in einer sehr guten Position. Ja, sagt der. Okay, jetzt bin ich in einer guten Position. Ja. Oha, es geht natürlich noch weiter, mein Lieber, hier. Leider geht der Boost nicht, wenn ich direkt angreife, aber... Whee! Bumm. Whee! Bumm. Ja, aber man muss jetzt auch mal sagen, ja, mein Lieber, ich habe einfach minus 2 gemacht mit dieser Aktion, also... Das stimmt, aber... Du, es wird nicht besser. Oh! Achso, ich habe einen Cyberdrachen, ja, das ist aber minus. Du kennst den Zwillingsdrachen. So, welchen Monster hast du jetzt verloren, ne? Ja. Oder wenn du ein Monster flippen kannst, was ein paar Pünktchen hat. Ah, shit, Alter. Ja, du hast so Glück, ne? Was? Also? Ja, diese Kirk-entwickelten gehen ja im Friedhof. Ach ja. Oh, Mann. Warte, habe ich eigentlich alle Namen schon? Egal, 1, 2, 3, 4, 5. Drei, vier, fünf. Ich habe fast alle Namen. Ich habe nur Quatsch, ne? Das ist nicht normal. Oh, der möchte Gesellen. Ey, das ist so schlecht, ne? Willst du wissen, wie meine Hand aussieht? Ja, hau aus. Hier, ich habe meinen mächtigen Megawandler. Hä, das ist voll die gute Karte eigentlich. Ja, voll gut. Ja. Dann habe ich kybernetische Fusionsunterstützung. Zahle die Hälfte meiner Lebenspunkte. Oh. Wenn ich jetzt fusionieren würde, könnte ich das vom Friedhof machen. Aber du hast keine Fusionskarte. Nein, aber ich habe 2x Defusion auf der Hand. Oh nein! Oh Junge, das ist ja nicht normal hier. Weil ich möchte mal immer gucken. Der geht, ne? Ja, es ist so dumm. Oh, das ist witzig. Alles oder nichts. Und wie immer in alter Manier müssen wir natürlich das Rad drehen. Und wir haben nur noch 4 Charaktere. Und einige sind richtig krass. Ich würde sagen, let's spin the rod. Let's go. Und... Ich habe den besten Charakter durch Nein. und durch. Jaden Anime. Oh Mann. Da ist es wohl an der Zeit, den Meister auszupacken. Naja, also ganz klar, Jaden hat dermaßen viele Karten, da kann man definitiv ein gutes Deck draus bauen. Das auf jeden Fall. Nicht so wie bei anderen Charakteren, wo man wirklich nur so 43 Karten hat und man sagt, okay, man kann 3 Karten cutten. Hier haben wir einen riesen Pool natürlich bei Jaden. Und bin gespannt, was man da so zaubern kann. Was vielleicht auch zaubern kann, beziehungsweise wer ist CK, denn wer hat dieses ganze Match gewonnen? Das könnt ihr erfahren, wenn ihr eben rübergeht zu den guten CK. Und dann seht ihr natürlich auch, welchen Charakter er nächste Woche spielen wird. Also Leute, dann bleibt mir nichts anderes so übrig, als zu sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.